Also eigentlich würde man an der Stelle jetzt sagen, ja, danke für die schöne Einleitung, also das ja sowieso, aber auch danke, dass wir hier sein dürfen. Aber dadurch, dass wir uns ja selbst eingeladen haben, erübrigt sich das, sondern vielmehr, dass wir gerne diese Gelegenheit nutzen wollen, so ein erstes Ergebnis vorzustellen, was wir sagen in der Kooperation, ne, nachdem Nicole Trefflerhaus dann bei From Memory im Methods Innovation Lab angefangen hat, ein erstes Ergebnis von dieser Kooperation und der Zusammenarbeit von Professor und NFT from Memory, beziehungsweise dann eben TR5 und diesem Teilprojekt dann vorzustellen. Genau, worum es gehen soll, ich mache mal ganz kurz das noch weg. Super. Worum es gehen soll, ist eben, nehmt Entity Recognition mit Large Language Modellen. Und ich steige gleich mal ein, weil wir, glaube ich, ein gutes Programm haben und vor allen Dingen dann auch noch ein bisschen Zeit haben möchten, um genau gemeinsam diskutieren zu können darüber, was wir gemacht haben und was wir rausgefunden haben. Trotzdem ganz kurz als Einleitung der Verweis darauf, dass wir, nachdem sagen ChatGPT in 2022 veröffentlicht wurde, ja alle irgendwie wussten, dass sich irgendwas verändern wird und dass das einen großen Impact haben wird, sicherlich auch und gerade in den Geschichtswissenschaften als ein sagen Text, aber ja auch bildorientiertes Fach. Aber wir uns nicht so richtig vorstellen konnten bislang, was das vielleicht tatsächlich meinen könnte. Und wir hoffen, dass wir das jetzt dann zeigen können, welche Möglichkeiten, welche ziemlich großen Möglichkeiten eigentlich dann damit für das verbunden, mit dem verbunden sind, was wir dann in Geschichtswissenschaften, in digitalen Geschichtswissenschaften machen. Und aus der dann Perspektive auch nochmal von From Memory geht es ja auch nochmal darum, zu zeigen, was man mit Forschungsdaten eigentlich machen kann, wenn man sie gut und in einer guten Qualität vorliegen hat und welche Methoden es dafür eigentlich gibt, die wir dann in Geschichtswissenschaften anwenden können. Genau, was wir machen wollen heute, ist also ganz kurz über Entity Recognition zu sprechen und die Herausforderungen in Geschichtswissenschaften, dann uns Large Language Modelle als Game Changer in dem Kontext anzuschauen und dann sagen zu gucken, was man vielleicht noch anders machen könnte. Dann haben wir den Baedeker Reiseführer, den wir oder einen Teil davon als Evaluationskorpus aufbereitet haben, um dann entsprechende Experimente durchzuführen und danach kurz die Ergebnisse zu besprechen und das Ganze einzuordnen bzw. einen Ausblick folgen zu lassen. Genau, starten wir mit nehmt Entity Recognition und genau in den Geschichtswissenschaften. Und ich wollte eigentlich diesen Teil relativ kurz machen. Man kann, glaube ich, sehr lange darüber diskutieren, was nehmt Entities eigentlich sind. Das ist eher so eine funktionale Definition. Aber grundsätzlich kann man nehmt Entities als Wörter oder Wortfolgen in Texten beschreiben, die auf bestimmte einzigartige Benennen bzw. bezeichenbare Konzepte verweisen. Und das können sowohl konkrete Konzepte sein wie Orte, Personen, Organisationen, wie aber auch abstrakte, wie solche Konzepte wie Sozialismus oder Plattenbau, was auch immer. Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Und meistens denken wir, gerade als Historiker, dass sozusagen eigentlich diese Entitäten dann vor allem eben Personen und Organisationen sein können. Tatsächlich findet ja diese Methode oder das Verfahren von dem Entity Recognition aber in viel größeren Kontext, in ganz anderen Fächern auch statt. Beispielsweise Naturwissenschaften, um dann chemische Stoffe, Proteine oder Tierarten erkennen zu lassen, in der Medizin für Krankheiten, Medikamente, aber auch in der Wirtschaft, ja, um Produkte oder Firmennamen oder Währungsangaben aus unstrukturierten Texten zu filtern. Oder ne, in den Geschichtswissenschaften eben nicht nur Personen oder Organisationen, sondern auch Amtsbezeichnungen, Titel, wie zum Beispiel von Zeitungen oder Zeitschriften, Ereignisse, abstrakte Konzepte, Datumsangaben. Nehmt Entity-Recognition, dann ist letztendlich ein Verfahren, ein NLP-Verfahren, um in unstrukturierten Texten genau diese Verweise auf diese Nehmt Entities zu finden und die zum einen zu detektieren und zum anderen zu klassifizieren und das nach vorgegebenen Kategorien. Wichtig ist die Frage, sagen oder die Disambiguierung dieser Entitäten. Es geht immer nur darum, bestimmte Sachen, Stücke, Textregionen oder Sachen, Token entsprechend zu finden und zu sagen, dass eine Entität von der einer bestimmten Klasse. Aber es geht nicht darum, das Ganze zu disambiguieren oder zu identifizieren.
Ja, es geht wirklich nur darum, das zu finden und zu klassifizieren. Ja, wenn wir beispielsweise sowas hier als unstrukturierten Text haben, Karl Bethiger war ein deutscher Verleger und als Autor Begründer, das ist der Bethiger-Reiseführer, das ist erstmal unstrukturierte Textdaten, da ist nichts annotiert oder ausgezeichnet und ist eigentlich nur eine Sequenz von Zeichen bzw. von Wörtern. Dann ist der erste Schritt zu detektieren, was in diesem Text überhaupt sozusagen die Funktion von der Named Entity erfüllt und die dann entsprechend zu klassifizieren, hier als Person. Ne, dass es auf eine bestimmte Person verweist oder nicht eine bestimmte, sondern dass es auf Person verweist oder dass es auf den Ort verweist. Und letztendlich ja, kann man das sozusagen als einen Token Classification Task beschreiben. Also man hat sozusagen eine Sequenz von Token und dann sagt man Token so und so bis Token so und so. Das ist ein Entity von der Klasse so und so. Mehr ist das Ganze nicht. Aber es ist trotzdem als solche schon, wie man sieht, recht mächtig. Wenn wir uns jetzt gucken, anschauen, wie das in den Geschichtswissenschaften aussieht, und wie wir sozusagen das einordnen können, wie Named Entity Recognition in den Geschichtswissenschaften funktioniert, ist es erstmal wirklich ganz gut zu gucken, wie es in anderen Domänen funktioniert. Und da, das ist zumindest mein Eindruck, sind die Corpora viel gleichförmiger und viel umfangreicher, ne, weil das meiste dann beispielsweise darum geht, meistens darum geht, wissenschaftliche Publikationen zu annotieren, also bestimmte Gene, bestimmte Krankheiten, Medikamente oder sowas in wissenschaftlichen Publikationen zu finden oder in Patientenakten oder im Bereich der Wirtschaft eben Patente nach bestimmten Namen oder bestimmten Konzepten zu durchsuchen oder Geschäftsberichte. Dabei ist es ja auch häufig so, dass gerade ja, in der Astronomie, genauso wie in der Chemie, eine bestimmte Nomenklatur vorherrscht, die das Auffinden von Named Entities relativ einfach machen. In den Geschichtswissenschaften ist das ein bisschen anders, weil wir mit sehr, sehr heterogenen und ganz unterschiedlichen Quellen arbeiten. Und die unterscheiden sich einerseits schon mal hinsichtlich der Sprache. Ja, wir haben, abgesehen davon, dass wir mit unterschiedlichen Sprachen arbeiten, arbeiten wir auf unterschiedlichen Sprachstufen, na, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Neudeutsch und so weiter. Wir haben lange Zeit sozusagen fehlende vereinheitlichte Schreibweisen. Ja, das erste kommt aus dem 19. Jahrhundert auf. Oder wir haben auch unterschiedliche editorische Aufbereitungen der Texte. Ja, Texte können entweder diplomatisch, also möglichst sozusagen zeichengetreu dem transkribiert werden, was man in der Quelle findet. Oder das Ganze kann schon normalisiert sein. Ja, dann entsprechend sozusagen ist schon auf der sprachlichen Ebene eine große Vielfalt vorhanden von dem Material, mit dem wir dann eigentlich oder das wir für die Named Entity Recognition nutzen möchten. Aber auch die Textstrukturen und das verwendete Vokabular ist sehr unterschiedlich und kann sehr unterschiedlichen Regeln folgen. Es fängt an damit, dass wir unterschiedliche Textgenres haben. Chroniken sind ganz anders aufgebaut und funktionieren ganz anders als Urkunden, als Akten, als Briefe oder als Artikel in der Presse. Wir haben sich verändernde kulturelle Gepflogenheiten. Ne, beispielsweise Anreden waren im 19. Jahrhundert, hatten eine ganz andere Funktion und Titel, als wir das sozusagen heutzutage haben. Ne, dass sozusagen die Person tatsächlich mit dem Titel und mit entsprechenden anderen Dingen angesprochen wurde. Und wir arbeiten über ganz unterschiedliche Domänen. Wir arbeiten mit Rechtstexten, genauso mit Wirtschaftstexten, Texten zu Frömmigkeiten und Religion, zum Militär, aber beispielsweise auch sowas wie Esskultur und so weiter. Und über all dem haben wir auch noch sich verändernde Wortbedeutung. Und was man dabei feststellen kann, ist, dass relativ, oder um sagen, zu entscheiden zu können, ob ein bestimmtes Token, eine bestimmte Sequenz von Wörtern tatsächlich eine Named Entity ist und beziehungsweise auf Named Entities verweist. Und welche Klasse das ist, dass es dafür sehr viel Domänenwissen, sehr viel Kontextwissen braucht, sehr viel Expertise, um das tatsächlich einordnen und einschätzen zu können. Genau. Und warum ist das alles wichtig? Das ist wichtig, wenn wir schauen, welche Techniken uns aktuell zur Verfügung stehen. Und ich habe das versucht, ein bisschen vereinfacht hier darzustellen. Wir haben einerseits regelbasierte Ansätze, ne, wo man entweder mit einem Vokabular arbeitet, dass man Sachen absucht und guckt, ob diese Vokabeln bestimmte Wörter da sind, also ein Wörterbuch. Oder wir haben sagen Machine Learning Ansätze verschiedener Art,
die entweder nach bestimmten Features gucken, auf statistischer Grundlage oder eben mit entsprechenden neuronalen Netzen arbeiten und aus den Trainingsdaten dann die Zusammenhänge und vielleicht die Features, die Merkmale lernen, die eine Named Entity auszeichnen. Wenn wir uns angucken, dann, was die Voraussetzung dafür ist, was man braucht, das ist sagen, bei den regelbasierten Ansätzen, da braucht man eine sehr, sehr hohe Expertise, um tatsächlich sagen, und eine sehr gute Kenntnis der Quellen, um diese Regeln entsprechend formulieren zu können. Das heißt, man hat einen sehr hohen Aufwand, um so einen Regelsatz zu erstellen, aber der ist dann sehr spezifisch auf die jeweilige Quelle. Also ich kann das sozusagen nicht einfach übertragen auf die nächste Quelle, sei es sozusagen sprachlich oder inhaltlich. Und das Gleiche gilt in gewissem Maße auch für Machine Learning-Ansätze. Hier muss ich erstmal je nach eingesetzter Technik sehr umfangreiche Trainingsdaten erstellen, die möglichst hohe Qualität haben müssen. Und dafür brauche ich auch eine entsprechende Expertise bei der Erstellung. Oder ich kann auch vortrainierte Modelle nutzen, aber dann brauche ich immer noch Trainingsdaten, um die entsprechend anzupassen. Also ist auch hier der Aufwand, dann für eine bestimmtes Aufgabe, für eine bestimmte Quelle das zu machen, sehr hoch. Und die Übertragbarkeit ist gering. Ist gut, also gut dann, aber auch nur, wenn ich tatsächlich nochmal dann Trainingsdaten beispielsweise für Transfer Learning dann erstelle und dann ein vorgefertigtes oder ein vorgegebenes Modell nachtrainieren kann auf meinen Anwendungsfall. Was wir damit feststellen können, ist, dass dann mit den bisherigen Modellen und mit den bisherigen Verfahren die einzelnen Lösungen meist sehr spezifisch sind, auch eine bestimmte Quellengruppe oder bestimmte Quellen und sich nur schwer übertragen lassen. Und das ist auch, was man übrigens im Kopf behalten sollte, wenn man solche Dinge wie Spatial oder Flair anwendet, also die sagen in den Geschichtswissenschaften am weitesten verbreiteten Workframes benannt Entity Recognition, weil man sich anschaut, worauf die trainiert wurden. Na, wir werden dann nochmal sehen, wie die funktionieren oder beziehungsweise wie die performen. Aber wenn man sich schon mal anguckt, worauf die trainiert wurden, dann hat man bei SPSI einen Korpus der Frankfurter Rundschau, der entsprechend ausgewertet wurde, ohne Sport und Regionales und Wikipedia. Und auch Flair, das große Modell bei Flair, arbeitet mit dem Cornell-2003er-Korpus, was letztendlich auch die Frankfurter Rundschau ist. Naja, also sozusagen SPSI und Flair eigentlich Frankfurter Rundschau und Wikipedia. Was meint das dann? Hier ganz schnell zwei, drei Beispiele, ne, dass man, wenn wir mit Spezi annotieren und so einen Satz aus der mittelhochdeutschen Chronik haben, wo es darum geht, dass eine Glocke geweiht wurde mit dem Namen Benedikta, dass die im mittelhochdeutschen Original dann als Ort ausgezeichnet wird, während im modernen Deutsch die Kirche, aber nicht mehr die Glocke als Ort ausgezeichnet wird. Und wenn ich das Ganze in Englisch übersetze und ein englisches Modell verwende, die Glocke dann eine Organisation wird und Corpus Christi übrigens zu einem Produkt. Ja, nur das kurz, um zu zeigen, dass diese Modelle nicht wirklich sagen, für unsere Anwendungsfalle wirklich geschaffen sind. Und das sieht man auch hier, na, wenn zum Beispiel, was ich vorhin sagte, mit den Namen, wenn man nicht Geheimrat Philipp Schlettstedt sagt, sondern es nur Geheimrat Schlettstedt, dann wird das nicht gefunden. Und nur wenn man sagen, aktuelle oder sagen, in den Trainingsdaten häufig vorkommende Namen wie Goethe oder Schiller hat, dann werden die tatsächlich erkannt. Und es geht auch in die andere Richtung, ne? Dadurch, dass Peter Pane oder was der Bürgerladen oder Twitter nach dem Fokus gegründet wurden, werden die nicht als solches erkannt. Ne? Also hier Twitter wird nicht als Organisation erkannt, aber wenn ich das mit Microsoft ersetze, dann schon. Und wenn wir uns angucken, wie man bisher damit umgeht, dann kann man feststellen, dass häufige Strategien sind, entweder trotzdem Flair oder Spacey ungeprüft anzuwenden und zu hoffen, dass es weitgehend funktioniert. Die nächste Variante wäre, und das wäre sozusagen das beste Vorgehen in dem Kontext, umfangreiche Trainingsdaten zu erstellen und zu trainieren beziehungsweise nachzutrainieren, um sagen, für den spezifischen Anwendungsfall ein spezifisches Modell zu erstellen. Oder was es auch gibt und möglich ist, dann seine eigenen Daten so hinzubiegen, dass sie dann von dem Modell entsprechend, gerade was sozusagen Schreibweisen angeht, vielleicht verarbeitet werden. Genau. Und jetzt kommen die Large Language Models, die da
glaube ich, eine ganze Menge ändern werden an dem, wie wir in diesem Kontext arbeiten und was da möglich ist. Ja, die basieren auf der, sagen, Technologien, die auch schon bei den anderen Dingen bearbeitet sind, also gerade Transformarchitektur und BERT. Und diese muss man, wie gesagt, trainieren. Und was jetzt gemacht wurde, in dem, ich habe, glaube ich, das Paper hier, nee, das kommt danach noch, ist zu sagen, das Ganze nochmal zu skalieren und dann, wie wir wissen, Unmengen von Trainingsdaten zu verwenden und ganz, ganz viele Parameter zuzulassen. Und was wir damit einerseits neu dabei haben, Sachen in diesem Modell, ist Kontext. Ne, wir sehen hier die Trainingsdaten und sehen, dass hier, sagen, Wikipedia beispielsweise dreieinhalbmal durchgelaufen ist, um tatsächlich sagen, ein größeres Gewicht zu haben. Und diese Daten, diese Informationen sind in dem Modell repräsentiert. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Frage stelle, wie bitte erläutert die Entitäten im folgenden Auszug einer Quelle aus der Mitte des 15. Jahrhunderts genannt werden, Itam Andoni 1206, ja, da hob sich an der Barfußer Orten, dann kriege ich auch eine entsprechende Erläuterung zu, einerseits zum Jahr, aber vor allen Dingen zum Barfüßerorden, was natürlich die Franziskaner sind, warum die so heißen und dass die aber eigentlich 1209 sagen, zumindest vom Papst approbiert wurden. Ja, das ist der Kontext, der dann mit reinkommt durch diese Menge von Trainingsdaten. Und dass das eine Rolle spielt, sieht man hier. Das ist für einen Technical Report von GPT-4, dass wenn man GPT-4, also nicht ChatGPT, sondern sozusagen über die Schnittstelle GPT-4 verwendet, über 80%, zumindest nach den eigenen Benchmarks von OpenAI, was auch immer die dann gefragt haben, die Antworten korrekt ausfallen auf entsprechende Fragen. Und das andere, was dazu kommt, das sind neue Fähigkeiten, nämlich sowas wie in Context Learning, sagen als Emerging Abilities. Das ist sehr schön beschrieben hier in diesem Paper, Language Models are Future Learners. Das heißt, was da gemacht wurde, man hat sozusagen immer größer und größer gemacht, das Modell, um zu sehen, wie solche Sachen wie Zero-Shot-Learning und One-Shot-Learning dann funktionieren und wie die, sagen, Leistung dann ist. Und je größer das Ganze ist, desto besser wird das. Und das, was dann Future-Learning und In-Context-Learning ist, erkläre ich gleich. Was dazu aber gehört, ne? Also man hat diese Modelle trainiert und dann festgestellt, dass die halt man eine Aufforderung reingibt als Prompt und die tatsächlich dann umgesetzt wird. Ja, also sagen, aus dem Kontext der Eingabe und aus dem Kontext des Modells werden dann ist das Modell fähig, Fragen zu beantworten, einfach indem es sozusagen Wort für Wort generiert. Und das gilt sozusagen für ein Context Learning, genauso wie Instruction Following, also dass man bestimmte Anweisungen gibt und Step-by-Step Reasoning. Ganz kurz, was ist ein Context Learning? Was ist denn dieses Zero-One-Few-Shot? Das ist ein Beispiel für Zero-Shot-Learning, dass ich den Prompt, also dass die Aufgabe schreibe, übersetze von Englischen zu Französischen, Cheese, und dann soll es den Text vervollständigen, was natürlich Fromage dann wäre. Man kann da aber auch ein Beispiel geben, wie das ungefähr aussehen soll, oder man kann mehrere Beispiele geben. Und man hat festgestellt, je mehr Beispiele man gibt, und je konkreter man sozusagen dem vorgibt, dem Modell, wie das arbeiten soll, desto besser macht es das. Trotzdem, wenn wir den State of the Art angucken, ist das Ganze ein bisschen weniger erquicklich für den Moment. Zumindest auch in diesem Survey Paper von 2024, also vor 2, 3 Monaten erschienen, wo sind ganz verschiedene Deep Learning Ansätze und LLMs geprüft wurden, kam man zum Ergebnis, dass es zwar LLMs sehr gut auf andere NLP-Tasks funktionieren, aber nicht bei NER. Und das kann sein, ne, so zumindest Überlegung, dass es wegen dem Sequence Labeling Task ist, ne, dass man sagen Wort für Wort entsprechend wiedergeben muss, weil LLMs ja eigentlich Textgeneratoren sind und werde ich nicht so gerne sowas machen, also Dinge wiederholen. Und wenn man sozusagen in verschiedene Papers guckt, was die Benchmarks angeht, dann sieht man, dass ChatGPT im Vergleich zu anderen Techniken deutlich schlechter ist. Ja, das sieht man auch hier in diesem gerade erwähnten Paper, wo man beispielsweise bei dem Cornell-Datensatz 91% hat mit einem Modell von Happy Face und GPT-4 nur bei 62%. Und es gibt verschiedene Strategien, damit umzugehen, also zu gucken, wie man diese sequentielle Ausgabe sicherstellen kann, beispielsweise durch codebasierte LLM
oder indem man die Beispiele für die Future Learning besser aussucht. Aber woran sozusagen bisher wenig gearbeitet wurde, unserer Meinung nach, ist der Prompt selbst, der, wie man hier sieht, bisher sehr straightforward war, ne? Also sowas, what are the locations, persons, organizations and human productions present in the following historical text? Dann kommt der Text and respond for each word using IOBO-BIO-Format. Ne? Also entweder das oder das zu verwenden und einfach nur sagen, die Aufgabe so straightforward dann zu übergeben, was entsprechend eben nicht funktioniert hat. Und das gleiche auch bei diesem 2024er Paper. Und unser Ansatz ist ein anderer. Genau, gemäß dem Motto Think like a Sprachmodell, nämlich zu versuchen zu verstehen, wie das Sprachmodell eigentlich funktioniert und wie man es tatsächlich dazu bringen kann, das zu machen, was wir möchten. Und dafür definieren wir die Aufgabe um. Weil in den bisherigen Papern wurde Named Entity Recognition vor allen Dingen als eine NLP-Aufgabe definiert, ne, also sozusagen auf der sprachlichen, rein textlichen, sprachlichen Dimension. Und wir würden das umdefinieren zu einer geschichtswissenschaftlichen Aufgabe, die vom Inhaltlichen herkommt und das Ganze inhaltlich denkt, ne, wegen Kontext und so weiter. Und dass wir sagen, nicht danach aussehen, eine bestimmte Benchmark weiter zu erhöhen, sondern sagen, ganz konkrete Einzelfälle zu bearbeiten und uns dabei an dem menschlichen Annotationsprozess zu orientieren, wo es darum geht, Informationen richtig sagen und externe Informationen einzubinden. Und das Ganze unter Nutzung der ganzen Möglichkeiten von Prompt Engineering und in der Umsetzung, und das ist uns, glaube ich, sozusagen der wesentliche Punkt, das Ganze semantisch so explizit und präzise zu prompten, dass die notwendigen Regionen im Netz aktiviert werden, um tatsächlich das zu machen und den Kontext zu liefern, den wir dann brauchen. Und damit wären wir schon sagen bei Teil 2, bei dem Baedeker Reiseführer als unseren Ablationsfokus. Genau, ich werde in den nächsten paar Folien unseren Anwendungsfall einmal genauer vorstellen, um zuerst einmal die grundsätzliche Zielstellung nochmal auf den Punkt zu bringen, aber auch das Quellmaterial und die vorbereitende Annotationsarbeit darzustellen. Thorsten? Genau. Zu den Zielen des Projekts. Wir wollen, klick noch einmal, NER mit Large Language Modellen eben als Methode in der Geschichtswissenschaften reflektiert und methodenkritisch anwenden. Dazu müssen wir diese Methode natürlich evaluieren, um die Aussagefähigkeit unserer Ergebnisse auch bestimmen zu können. Und dabei wollen wir schauen, wie die Performance von NER für eben spezifisch geschichtswissenschaftliche Fragestellungen und Quellenkorpora funktioniert und wie die evaluieren. Es gibt Beispiele für bestehende Evaluationssets. Wie Thorsten das eben schon erwähnt hatte, ist ein normales Vorgehen bei Named Entity Recognition oft so, dass Modelle entwickelt werden sollen und an bestehenden Evaluationskorpora die Performance der Modelle evaluiert werden, um die Modelle dann zu optimieren. Hier werden halt immer so Standards-Evaluationsdatensets, die hier genannt sind, nachgenutzt von Connell 2003, Germ et al. 2014 oder Hype 2022. Und Hype ist zum Beispiel auch in so einem Challenge-Format aufgebaut, um halt die NER-Optimierung weiter voranzubringen. Unser Ansatz ist aber anders. Warum brauchen wir ein eigenes Evaluationsset? Zum einen wollen wir eben nicht die NLP-Benchmarks der Modelle verbessern, sondern wir wollen eigentlich in der Domäne der Geschichtswissenschaften das Verfahren NER mittels Large Language Modelle evaluieren. Und wir bauen auch kein One-Fits-All-Modell, sondern wir arbeiten spezial und granular mit historischen Quellen. Aber was wir natürlich im Blick haben, ist ein One-Fits-All-Verfahren, das eben anpassbar auf spezifische Anwendungsfälle in der historischen Forschung ist. Large Language Modelle für Named Entity Recognition funktioniert kontextbezogen und hier liegt eben eine Stärke. Und daher brauchen wir auch eine Evaluation losgelöst von den Standard-Evaluationskorpora. Womit wir bei unserem Korpus angekommen sind, auf dem wir gearbeitet haben, wir haben uns den BDK für Berlin und Umgebung ausgesucht von 1921. Der BDK, das kennen Sie sicherlich, war im 19. Jahrhundert ein Synonym für Reiseführer und hat die Reiseliteratur revolutioniert aufgrund von Übersichtlichkeit, Genauigkeit, aber auch Aktualität durch regelmäßige Überarbeitung und war ein Wegbereiter des Massentourismus.
Reiseführer sind aber auch ein recht komplexes Textgenres. Wir haben zum einen, wie hier dargestellt, einen Fließtext, längere Fließtexte, wo dann einige wenige Named Entities enthalten sind. Wir haben als nächstes Listen, hier ein Beispiel von Bahnhöfen und deren Ausgangsrichtungen, in welche Städte sie verbinden oder auch welche Straßenbahnen dort ausgehen. Wir haben eine hohe Dichte von Named Entities, wie man in diesem Ausschnitt sieht, dass da einmal Theater benannt sind, aber auch sofort noch deren Adresse, also quasi deren Orte benannt werden. Und abschließend haben wir in den Texten auch noch eine Fülle von Abkürzungen, die standardisiert sind und auch immer wieder vorkommen. Und darüber hinaus auch noch ja eher ja, spezifische Abkürzungen, wie jetzt westlich oder katholisch oder frühromanischer Stil, mit dem wir umgehen müssen. Wir haben im Zuge eines Seminars, da begann unsere ganze Reise, Annotationsguidelines entwickelt. Das musste modelliert werden. Wir haben selektiert und abstrahiert und unsere Annotation Guidelines in einem iterativen Prozess angepasst und immer wieder optimiert. Am Ende haben wir auch kuratiert auf Grundlage unserer Guidelines. Und das geht natürlich nicht ohne Unterstützung von Studierenden. Bei den Annotations-Guidelines haben mitgewirkt Wiebke Czeponik, Cora Mendy, Paul Bayer und Annika Skibber. Und im darauffolgenden iterativen Annotationsprozessen haben Paul und Annika auch nochmal mitgeholfen. Aber auch Anselm König und Isabel Trilling haben uns hier unterstützt. Und dafür nochmal ein dickes Danke an dieser Stelle auch. Ja, unsere Annotation haben wir mit dem Tool Inception durchgeführt. Hier sieht man eine Kuratierungsansicht, wo die verschiedenen Ergebnisse der Annotierenden noch einmal miteinander abgeglichen werden. Wichtig ist bei Annotationsaufgaben auch auf das Übereinstimmung der Annotierenden zu achten. Wir haben ja in mehreren Schritten den Annotationsvorgang durchgeführt, auch durch mehrere Annotierenden und auf den eben erwähnten Annotation Guidelines. Und am Ende unseres Prozesses hatten wir tatsächlich eine Übereinstimmung zwischen den unterschiedlichen Annotierenden von 0,77 und 0,84 nach dem Krippendorfs Alpha. Das ist eine Maßeinheit, um Übereinstimmungen zu messen. Nichtsdestotrotz haben wir auch immer wieder festgestellt, dass wir Unsicherheiten bei der Annotation feststellen mussten, die spätestens im Kuratierungsprozess ja aufgefallen sind. Ein Beispiel haben wir hier jetzt Rathaus und Börse in Berlin. Ist es ein Ort oder ist es eine Organisation? Wenn es sich um die Haltestelle Rathaus oder Börse handelt, ist das natürlich ein Ort. Das kam häufiger vor, wenn es darum geht, zum Beispiel ja, Straßenbahnlinien darzustellen. Es kommt aber auch der Fall vor, dass das Rathaus sowie die Börse als Institution aufzufassen sind. Und dann müssten wir dieses eben als Organisation auszeichnen. Und das hängt eben vom spezifischen Kontext ab und das ist teilweise auch nicht so leicht entscheidbar, wie eben unsere Abgleich der Annotierenden ergeben hat. Genau, aus den Annotierenden an unseren Annotationen haben wir dann unsere Ground Truths erstellt. Hier eine kleine Übersicht dazu. Wir haben also 25 Seiten des Reiseführers von 1921 annotiert. Das sind ungefähr 15.000 Token gewesen. Wir haben 1490 Named Entities erfasst, 851 sind Location, 468 Persons und 171 Orgs. Und das war die Grundlage für die nun folgenden Experimente, die Nicole dann noch einmal genauer vorstellen wird. Ja, vielen Dank soweit. Genau, erstmal, bevor wir mit unseren Experimenten angefangen sind, haben wir uns einmal das Flair-Modell als Baseline genommen, weil das, wie Thorsten eben schon erwähnt hatte, eigentlich das Standardvorgehen ist und im schlimmsten Falle ist, man schmeißt Flair drauf und hofft auf das Beste. Und deswegen haben wir das als Baseline genommen. Großer Vorteil ist, es ist super einfach zu benutzen. Und mit dem Modell, was wir dann konkret da drin gewählt haben, das German Large, das ist unter anderem auch multilingual und sollte damit auch ein breites Spektrum abdecken, hat dadurch auch, weil es multilingual ist, gibt es noch Abweichungen in den Sprachen, wenn man da ein bisschen Italienisch mit drin hat oder Französisch, die schreiben dieselben Orte vielleicht auch anders. Und deswegen sollte das dadurch auch eine relativ hohe Baseline sein und nicht einfach Cherry-Picking irgendein Modell. Genau, weil wir haben es, wie schon gesagt, mit
älteren Texten zu tun. Teilweise sind da lateinische Inschriften drin, die nicht in Deutsch sind. Wir haben alternative Schreibweisen von Orten und so weiter und so weiter. Und als Ergebnis für die Baseline kam dann raus, wir hatten einen Recall von 78% und eine Precision von 88%. Und gerade als Historiker ist man dann immer sehr am Recall interessiert, weil wenn was irgendwie falsch gelabelt ist oder so, ist okay, aber ich finde es wenigstens, es kommt wenigstens irgendwas zurück aus diesen 20, 30 Seiten, die ich da reingegeben habe in das Verfahren. Genau. Und wenn wir dann weitergehen, wir nutzen jetzt konkret das Modell GPT-4o. Das ist das alleraktuellste. Das ist nicht mehr basierend auf dem alten Chat-GPT, sondern sie nennen das jetzt nur noch GPT-4o. Das O steht für Omni, weil das Modell auch theoretisch direkt Bilddaten reinbekommen kann. Wir haben jetzt aber in unserem Falle nur mit Text gearbeitet, indem wir den Prompt reingegeben haben und den Text, der zu annotieren ist. Und als Settings für Reproduzierbarkeit das übliche, einen fixen Seed gewählt, Temperatur 0, alle Penalties auf 0, sodass es möglichst reproduzierbar ist. Wir haben aber trotzdem herausgefunden, dass auch bei identischen Anfragen immer noch sehr leichte Schwankungen in den Ausgaben drin sind. Warum genau, da schweigt OpenAI auch zu. In der Dokumentation steht nur, wenn du diesen und jenen Hash zurückbekommst, dann besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es identisch ist, was auch immer eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist. Genau. Dann einmal, wie sieht unser Prompt generell aus? Im Gegensatz zu den Prompts, die wir vorher gesehen haben, die straightforward nur 5, 6 Zeilen waren, sieht man schon, dass das viel, viel, viel mehr ist. Und zwar mit allem, was das Prompt Engineering so hergibt. Wir haben eine Struktur vorgegeben, wo wir erstmal eine Persona modellieren. Und eine Beispielpersona ist jetzt hier zum Beispiel links auch vorgestellt. Also bist ein erfahrener Sprachwissenschaftler für historische Texte, insbesondere für die Geschichte Berlins. Es geht um eine maschinelle Weiterverarbeitung, du sollst keine Fehler machen, es handelt sich um Reiseführer und so weiter und so weiter. Also es geht sehr viel dann auch um den Inhalt. Danach hier in dem Schaubild in Gelb sieht man einfach nur, das sind dann die eigentlichen Instruktionen, wie das annotieren, also was eigentlich gemacht werden soll und wie das gemacht werden soll. Dann geben wir auch noch Beispiele rein. Also optional, da hatten wir Zero Shot, One Shot und auch 32 Shot, um zu gucken, wie weit kann man es treiben. Und dann war auch nochmal, weil gerade bei sehr vielen Beispielen der Prompt sehr lang wird, haben wir dann auch noch experimentiert mit, wenn wir die Instruktionen in anderen Worten nochmal kurz unten wiederholen, ob das dann auch Auswirkungen hat. Und zum Schluss, dass die üblichen Tricks bei Large-Language-Modellen, und zwar bestechen, so für jede richtige Antwort bekommst du einen Haufen Geld und ja, man kann da teilweise in Netzen auch drohen. Ich habe da auch Experimente gesehen mit, für jeden Fehler, den du machst, muss eine Katze auf grausame Weise sterben oder so, was erstaunlicherweise die Genauigkeit nach oben treibt. Und als letztes dann ein Klassiker, das ist Chain of Thought, dass man sagt, jetzt pass auf, die ganzen Instruktionen sind vorbei, jetzt kommt gleich der Text, atme nochmal tief durch und los geht's. Und konkret jetzt die Instruktion, also der eben gelbe Teil ist quasi bei allen Experimenten immer gleich gewesen. Da sind auch keine inhaltlichen Sachen drin, weil wir ja auch quasi ein Verfahren für das gesamte Prozedere haben wollten. Und da sind eben die Anweisungen mit, wiederhole den gegebenen Text exakt, bestimme Kategorien, also bestimme Bereiche und ordnet sie Kategorien zu. Als Kategorien hast du Pair, Log und Org zur Verfügung. Schließe den Bereich auch wieder. Und alleine sowas reicht aus, um das Ergebnis auf der rechten Seite zu bekommen, was viel besser ist als das, was vorherige Varianten. Auch GPT-3 haben wir zum Beispiel probiert. Das hatte damit noch mehr Probleme, insbesondere weil dann auch der Prompt-Kontext nicht ganz so lang war.
Da braucht man eine gewisse Skalierung, damit das wirklich funktioniert und etwas bringt. Man sieht ja schon, dem Beispiel ist alles relativ gut ausgezeichnet und man kann es, ich habe es zwar ein bisschen farblich hervorgehoben, aber man kann es auch so sehr gut erkennen. Und natürlich bekommen wir dann den generierten Text zurück, aber der generierte Text ist ja noch nicht unsere Antwort. Deswegen machen wir dann ein Post-Processing. Und zwar suchen wir einfach alle Bereiche mit diesem Text und zerstückeln unseren Text im Prinzip so und haben somit einen Bereich, der keiner Kategorie zugeordnet ist. Dann haben wir wieder einen Bereich mit einer Person, dann haben wir einen Bereich mit einer Organisation und so weiter. Und danach gehen wir wieder auf den Originaltext zurück und suchen quasi nach den gefundenen Entitäten ungefähr an der Position, wo sie eingegeben wurden. Weil ein Large Language Model wird auf jeden Fall irgendwann Abweichungen produzieren. Es wird anfangen, Rechtschreibung zu korrigieren. Es wird anfangen, wenn eine Sache einmal so geschrieben wird, wird es eine von den beiden Varianten produzieren. Es wird nicht genau sein. Es fängt an, sowas mit Zeichen auszutauschen, zum Beispiel das lang SZ durch SZ austauschen durch unser modernes. Es fügt Leerzeichen hinzu, entfernt Leerzeichen, dasselbe bei Satzzeichen und so weiter und so weiter. Da muss man eine gewisse Fuzziness haben. Wenn man nämlich das klassische Tokenizing nimmt, was zum Beispiel in Spacey noch sehr gerne gemacht wird, dann wird zum Beispiel der Text einfach nur an Leerzeichen getrennt und dann ist es auch einmal kein Match mehr, wenn die Zeichen nicht passen oder ich muss vorher den Text ändern und muss vor jedes Sonderzeichen irgendwie nochmal Leerzeichen machen. Das braucht man hier alles nicht und das Ergebnis des gesamten Post-Processings ist dann einfach ein annotierter, ein Originaltext mit einer Menge an Annotationen und Indexangaben. Von Zeichen 20 bis Zeichen 27 habe ich eine Person. Genau, dann zu der Metrikermittlung. Die typischen Metriken, die sonst immer so angewendet werden, sind teilweise zu simpel. Die sagen nur, ja, ein Token ist entweder eine Klasse oder keine Klasse. Und das hängt dann teilweise hingen Benchmarks von der Tokenisierung ab und dann hat man eine andere Version von der in der Library genommen und dann war intern wieder irgendwas zerstückelt anders und dann passten die Ergebnisse wieder nicht mehr, es war nicht reproduzierbar und so weiter und so weiter. Und wir nutzen in unserem Fall Nervalue8 zur Ermittlung, woraus man, wenn man möchte, ebenfalls Precision Recall zum Vergleichen berechnen kann. Und der strikte Modus von Nervalue8 entspricht dem von vorher, das muss, also der Bereich, der gefunden wird, muss exakt übereinstimmen, inklusive Leerzeichen, Sonderzeichen und alles. Und die Klasse muss stimmen. Und die relaxte Definition redet dann nur noch von korrekt oder inkorrekt, wenn der Text überlappt. Also wenn ich etwas gefunden habe, so plus, minus, es ist auf jeden Fall an der Stelle. Vielleicht bin ich zwei Zeichen verrutscht oder so, dann ist das aber nicht schlimm. Dann Mist, also Sachen, die in der Ground Truth vorhanden sind, aber nicht annotiert worden. Und Spurious sind dann Dinge, die vorgeschlagen wurden, die annotiert wurden, die aber gar nicht in der Ground Truth vorkommen. Genau. Das ist jetzt erstmal unser Ergebnis. Einmal der simple Prompt. Das ist nur Instruktion, ist wirklich nur diese halbe Seite, die ich eben einmal gezeigt habe. Fünf, sechs Zeilen, annotiere mir das und dem entsprechenden Pre-Processing. Und auf dem BDK-Reiseführer und alleine da kommen wir schon auf einen Recall von 76%. Zum Vergleich, Flair, sieht man in der dritten Zeile, kommt auf 78%, ohne irgendwie Tuning, Nachtraining und so weiter. Wenn wir aber unseren gesamten Prompt nehmen, mit Beispielen, mit Prompt Engineering und allem, kommen wir auf 91% Recall bei 90% Precision. Und ja, selbst in der strikten Maßgabe, verglichen mit der relaxten Maßgabe von Flair, schlagen wir Flair immer noch mit 83 Recall zu 78 Recall. Und man sieht auch, je genauer wir und je erweiterter wir den Prompt machen, dass die Anzahl der Spurious Matches sich auch erhöht. Dass also Sachen gefunden werden oder detektiert werden, wo die Annotatoren gesagt haben, ah, vielleicht ist das jetzt noch keine Organisation oder vielleicht ist das nicht groß genug oder nicht wichtig genug.
Das sind immer so Grenzfälle, die dann auch in der Kuration mal auf die eine oder andere Weise entschieden wird. Am Ende hat die Ground Truth einen Mensch entschieden und da gibt es nicht die reine Wahrheit. Und was wir dann noch gemacht haben, ist, wir hatten ja unser ganz erfolgreichen massiven Prompt mit 32 Beispielen und dann haben wir jeweils immer eine Sache herausgenommen und zum anderen verglichen mit dem Only Instruction, also unserem schlechtesten. Alleine es sind 16% weniger Recall, wenn man nur die Instruktionen nimmt. Also von 0,91 auf 0,76 gehen 16% runter, nicht 0,16 Punkte. Dann Zero Shot war erstaunlich gut. Das komplett ohne Beispiele war nur 5% schlechter über den Daumen. One Shot war überraschenderweise noch schlechter als der Zero Shot, weil ich einfach irgendein zufälliges Beispiel gewählt hatte, was so mittellang aussah. Aber das scheint dann zum Beispiel das Netz in eine falsche Richtung gedrängt zu haben. Das heißt, auch mit der Auswahl der Beispiele muss man eventuell vorsichtig sein und es kann reichen, das erstmal ohne Beispiele zu machen oder mit einer, wie wir es nachher gemacht haben, bei den 32, dass die Klassen innerhalb der Beispiele auch halbwegs ausgeglichen sind. Weil wir hatten zwischenzeitlich bemerkt, dass zum Beispiel Organisationen recht wenig detektiert wurden und dann kann man Beispiele explizit mit Organisationen geben. Aber auch das spricht dann wieder für, es ist einfach ein iterativer Prozess. Genau, No Context ist ist ohne Persona Modeling. Also da sage ich ihm einfach nur, mach das hier, hier sind ein paar Beispiele. Wenig Kontext ist eine generische Historikerperson mit, das ist einfach sowas wie, ja, du bist Experte für Natural Language Processing und kennst dich mit verschiedenen geschichtlichen Epochen aus, ohne genau zu sagen, was für eine Epoche, was ist der Inhalt und so weiter und so weiter. Wenig Kontext und Nee. Und das letzte, das vorletzte, was wir noch hatten, war das No-Bullying, also dass wir keine Manipulationen machen, dass wir keine Belohnung für korrekte Sachen oder Bestrafung für falsches Verhalten androhen. Alleine das macht 2% Unterschied aus bei der Performance. Und das Wiederholen der Aufgabe am Ende, da hätte ich persönlich eigentlich erwartet, dass das mehr ist, weil ich die für mich die These hatte, dass es eventuell über die ganzen Beispiele die Anweisung schon wieder vergessen hatte. Aber das hat am Ende nur 2% ausgemacht. Das ist scheint gar nicht mal so wichtig zu sein. Aber es kommt halt raus, Kontext und die Anweisungen sind wesentlich für die Performance, weil mit den reinen Instruktionen, hier ist der Text, viel Spaß, kommen wir nur auf ungefähr das, was Flair so leistet. Genau, dann hatten wir noch noch ein bisschen Fehlerexegese betrieben, als wir uns die Ergebnisse angeguckt haben, weil es ist uns aufgefallen, dass in einigen Punkten hatte das Netz mit der Annotierung sogar mehr Recht als wir in der Ground Truth. In der Ground Truth wurde hier Borstels Lesezirkel annotiert mit Borstel als Person. Das neuronale Netz hat es aber komplett als Organisation formuliert. Und was man beim neuronalen Netz natürlich machen kann, ist, man kann es einfach fragen. Und wir haben dann GPT mal gefragt, was ist denn Borstels Lesezirkel? Und dann kam als Antwort zurück, ja, das ist ein Unternehmen, das macht Zeitschriften und so weiter und so weiter. Die Antwort ist nicht korrekt. Also die ist ist halt in moderner Zeit gegeben, wenn das heute ein Lesezirkel wäre. Aber die Richtung ist komplett korrekt. Es hatte halt was mit Zeitschriften zu tun, es war eine Organisation und wenn man genauer nachforscht, da findet man auch raus, die waren sogar recht groß im damaligen Berlin. Ein anderer Punkt, den wir hatten, ist, wir wollten unser Verfahren übertragen auf andere Texte. Und da haben wir zusätzlich den Evaluationskorpus von Ole Meiners noch bekommen, was vier verschiedene Texte in frühneuzeitlichem Deutsch sind, auch
alle aus verschiedenen Gattungen. Es handelt sich um Briefe, um Reiseberichte, um Predigten, teils diplomatisch transkribiert, teils normalisiert, viele Zeittypen, viele Spezifika. Ich habe einfach mal zwei Beispiele hier unten reingegeben. Da sieht man, es ist viel mit Abkürzungen und teilweise auch als Mensch recht schwer zu lesen. Also, wenn man das annotieren möchte, wünsche ich Leuten viel Spaß dabei. Was wir gemacht haben, ist, wir haben den identischen Prompt genommen wie beim BEDEKA und wir haben als einzige Eigenleistung eine andere Persona modelliert. Und zwar haben wir hier gesagt, ja, du bist ein Sprachwissenschaftler mit Spezialisierung, insbesondere frühneuzeitliches Deutsch. Beachte, einzelne Abschnitte können auf Latein stehen, mach dann die NER da auf Latein. Achte darauf, dass du jeden Satz einzeln bearbeitest. Die Sätze sind teilweise zusammenhangslos transkribiert. Und dann, das war der generische Prompt für alle diese Texte. Und dann haben wir nochmal einen textspezifischen Prompt mit darunter gemacht. In dem Fall zum Beispiel, es handelt sich um das Tagebuch von des August des Jüngeren von Braunschweig-Wolfenbüttel, der halt durch die Gegend gereist ist, die ganze Zeit sich Notizen gemacht hat und Angaben zu seinen Reisestrecken gemacht hat, Angaben zu Sehenswürdigkeiten, getroffenen Personen, Ereignisse, die er erlebt hat, abgeschriebene lateinische Inschriften. Und der ist natürlich dann auch sprachlich und dialektisch so geschrieben, wie der Herr damals einfach geschrieben hat. Und mal werden Eigennamen getrennt, mal zusammengeschrieben, mal groß, klein. Orthografie-Interpunktionen kann man teilweise eh noch nicht so wirklich von reden. Die wurden halt nach Gefühl gemacht. Da gab es keine großen Regeln. Und genau. Die ganzen Sachen haben wir dann auch mit Flair als Baseline verglichen. Jetzt mal. Und zwar die Reiseberichte ist die älteste Quelle. Das sind die neue unbekannte Lande von 1508. Und da kommt Flair auf einen Recall von 67% und wir kommen auf einen Recall von 86%, was schon massiv ist. Beim Tagebuch des Herzogs August sind wir bei 91% und bei den Leichenpredigten aus dem Thüringer Raum sogar bei 94%. Man sieht, es wird auch im Laufe der Zeit besser, je mehr es sich wieder an modernes Deutsch annähert. Und ja, schlägt halt State-of-the-Art-Modelle, ohne dass wir jetzt irgendwas groß gemacht haben. Wir haben keine Beispiele gemacht, wir haben keine Trainingsdaten ausgezeichnet, wir haben, wie gesagt, den Korpus einfach bekommen, in unser Format gebracht und durchgejagt, ohne irgendwie Nachtraining, ohne irgendwas. Genau. Die Briefe unten von der Gräfin Edmunde Beninger sind sehr herausfordernd, weil die sind in diplomatischem Deutsch geschrieben, die sind interessant transkribiert, sage ich es mal. Und auf den Texten kommt Flair nur auf 29% Recall und wir kommen auf 60%, was noch viel Luft nach oben lässt, aber es ist schon mal ein Quantensprung auf der Ebene. Und das ohne Beispieltexte, ohne konkret daran zu arbeiten. Die letzte Frage, die wir dann noch haben, ist, OpenAI kostet Geld, es ist proprietär und es gibt da natürlich auch Seiten im Internet, die einem das berechnen. Man kann das dann sagen, was hätte man gerne und kriegt dann die aktuellen Preise raus. Die schwanken natürlich, in der Regel sinken sie über Zeit. Wenn man halt immer das neueste Modell haben möchte, das kostet knapp 5 oder 10 Mal so viel wie eine Generation älter. Entsprechend hat man dann natürlich auch weniger Performance. Und ich habe jetzt hier mal als Beispiel eingegeben, eine Seite BDK, unser kompletter Prompt, inklusive der 32 Beispiele. Die 32 Beispiele blähen den Prompt massiv auf. Und ja, da sind wir dann bei 7 Cent über den Daumen die Seite. Und wenn wir das sagen, wir lassen die gesamten Beispiele raus, dann sind wir auf einmal nur noch bei knapp 2 Cent die Seite.
Jetzt hat so ein Reiseführer 70, 80 Seiten, glaube ich, der Bildkarte. Müsste 70, 80 Seiten haben oder auch einige mehr. Es ist auf jeden Fall von Geldwert reden wir dann über ein paar Dollar oder vielleicht auch bei größeren Werken ein paar hundert Dollar und nicht über riesige Unsummen. Und insgesamt haben wir für alles, was wir vorgestellt haben, für alle Experimente, Tests, Auswertung und so weiter, unter 250 US-Dollar bisher bei OpenAI ausgegeben. Und da sind ja verschiedenste Tests. Wir haben bestimmt 10, 20 Mal den kompletten BDK dadurch gejagt. Also es hält sich finanziell im Rahmen, gerade wenn ich es vergleiche mit, ich brauche einen Experten, der dann zu mir kommt und das eventuell annotiert oder Expertenbeispiele hat oder wenn ich es im Zweifel selber mache, wie viel ist mir dann meine Zeit wert? Genau. Damit gebe ich zurück an Thorsten. Genau, und ganz kurz, um das nochmal zusammenzufassen, diesen, was ja schon, also glaube ich, schon als, ne, wie Nicole beschrieben hat, ein gewisser Quantensprung ist. Wie gesagt, was wir gemacht haben, ist sozusagen zu versuchen, diese Aufgabe umzudefinieren, eben nicht als sozusagen eine, so eine mechanische, technische Sprachverarbeitungstask, das Ganze zu sehen, sondern als eine domänenspezifische, kontextgebundene Aufgabe dann in den Geschichtswissenschaften und damit eben die Bedeutung, die Semantik mit reinzunehmen. Und ich glaube, dass wir zeigen konnten, dass wir damit deutlich bessere Ergebnisse erzielen können, also gerade auch im Recall, im Gegensatz oder sagen zumindest hier im Vergleich mit Flair. Und wir werden das demnächst auch nochmal mit Spefi machen, um dann sozusagen auch da nochmal einen Vergleichswert zu haben und gegebenenfalls auch nochmal Flair trainieren, um sozusagen zu schauen, wie sich das dann verhält. Was wir, glaube ich, zeigen konnten, oder hoffe ich, dass wir das unsere Lösung im Gegensatz zu den anderen NER-Methoden, die es bislang gibt, sich problemlos übertragen lässt. Also ich tausche nur die Beschreibung des Textes aus in einer gewissen Weise oder auch die Beschreibung des Textsets und komme zu sehr guten und sagen wir aus dem Stand zu sehr guten Ergebnissen. Und wie Nicole gerade gesagt hat, ohne dass ich sagen, sehr viel investieren muss, gerade sagen in die Annotation oder eben in die Erstellung von Regeln oder und so weiter. Das Ganze ist, wie gesagt, auch anpassbar an ganz verschiedene Textsets und Projektanforderungen. Und ich kann das auch iterativ weiterentwickeln. Wenn ich beispielsweise sehe, dann, ne, ich habe sozusagen meinen Text annotiert, ich gucke mir sagen, die Annotation an, prüfe das ein bisschen und sehe, dass bestimmte Dinge sagen, dass es bestimmte systematische Fehler gibt, wie beispielsweise das Bahnhof immer mit BHF Punkt und abgekürzt wird und dadurch das sagen nicht erkannt wird. Dann kann ich sagen, genau das nochmal natürlich sprachlich mit in den Prompt reingeben, dass er darauf achten soll, dass das und das passiert und das bitte so und so zu bearbeiten ist. Und dann funktioniert das auch. Genau. Und von daher denken wir schon, dass das, was wir gerade präsentiert haben, schon ein Paradigmenwechsel ist durch Large Language Model, dass wir zeigen können, was sie tatsächlich leisten können, gerade explizit sagen für die Geschichtswissenschaften, wo wir mit sehr heterogenen und sagen auch mit Low Resource Quellen oder sagen Problemfällen, Anwendungsfällen arbeiten. Ja, also sagen, wo wir Text haben, wo wir gar nicht so viel sagen Trainingsdaten erstellen könnten oder sehr aufwendig ist. Und so ist sozusagen out of the box kann man letztendlich, was man noch ein bisschen weiter testen müsste, aber diese Methode auf jede sagen Sprache und auf jeden Anwendungsfall anwenden mit hoffentlich den gleichen sehr hohen Ergebnissen. Vielleicht noch, was wir sagen als nächstes noch machen wollen. Wir haben jetzt sozusagen OpenAI verwendet, möchten davon natürlich weg zu einem offenen Modell und werden jetzt nochmal schauen, einerseits mit Llama, zum anderen auch mit sagen mit Modellen, die im Instruction Following ein bisschen besser sind wie Commander Plus, zu schauen, inwieweit wir dann sozusagen das Gleiche replizieren können und auch inwieweit man dann vielleicht den Prompt noch weiter sagen modellspezifisch anpassen muss. Wir werden noch weitere Prompting-Techniken testen, ne? Also gerade nochmal sowas wie Self-Correction, also prüf nochmal, was du gerade gemacht hast und korrigier das Ganze oder das mehrfach machen zu lassen mit unterschiedlichen Settings und dann vergleichen zu lassen und das Ergebnis dann erst dann wieder auszugeben. Was auch eine Option ist und geradezu fantastisch ist, ist sozusagen ein agnostischer Master-Prompt, der, wenn ich dann den Text mit dazugebe, aus dem Text heraus die Beschreibung des Textes erstellt, so dass ich eigentlich sagen direkt, ohne dass ich den Text kenne, zu sehr hohen Ergebnissen kommen kann.
Und natürlich auch dann zu schauen, was der nächste Schritt wäre, völlig naheliegenderweise die Fähigkeiten von dem Modell zu nutzen oder von Large Language Modellen zu nutzen und eben nicht nur nimmt Entity Recognition, sondern auch Resolution zu machen, also die gefundenen Entitäten auch auflösen zu lassen und eindeutig referenzieren zu lassen, beispielsweise auch mit Function Calling, indem sozusagen dann selbstständig über Wikidata sucht, was auch sehr gut funktioniert, was zumindest erste Tests gezeigt haben. Und das Ganze auch nochmal zu testen, inwieweit man auch andere Informationen, wie zum Beispiel Berichte über Naturereignisse oder über Konflikte und so weiter, automatisch auszeichnen zu lassen. Und ein weiterer Punkt, also man sieht, wir haben eine große Liste, auch tatsächlich sagen, ein intrinsisches Erstellen von Entitäten zuzulassen. Also beispielsweise sagen, wenn man dem Modell schaut, welche Entitäten hier eigentlich vorhanden sind und strukturiert die entsprechend und sagt mir, welche Möglichkeiten ich eigentlich habe, sagen an welche Entitätstypen gegebenenfalls besonders dominant in dem Text sind. Das sind dann Dinge, die man machen kann. Aber ich hoffe, dass wir zeigen konnten, dass mit den Large Language Modellen, wo wir am Anfang uns sagen, alle gefragt haben, was kann man eigentlich so damit anstellen? Und wo lange Zeit, also relativ lange Zeit, wirst du ja nicht, aber sagen, im letzten Jahr noch darüber diskutiert wurde, inwieweit sie tatsächlich für sowas wie Named Entity Recognition eigentlich angewendet werden können, dass wir mit unserer Lösung, die wir gerade präsentiert haben, gezeigt haben, dass man das sehr wohl anwenden kann und dass wir auch vom Stand weg deutlich besser sind, als sozusagen andere Sachen, Out-of-the-Box-Lösungen, die es aktuell gibt. Damit danken wir und freuen uns auf die Diskussion. Danke.